Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. In der Welt, wo es keine Konsequenzen hat, seine Scheiß... Oh, wir können wieder raus. Wo es keine Konsequenzen hat, seine Gliedmaßen zu verlieren. Tolle Welt. In der letzten Folge haben wir unser Bein verloren. Jetzt haben wir es wieder. Kann ich das benutzen einfach? Das geht mir besser, oder? Ja. Das war gerade, glaube ich, gelb. Okay, unser Objective ist aus dem Haus fliehen. Ich finde, also es ist auf jeden Fall ein super interessantes Spiel, aber hammer mega weird irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das hier erwartet habe, wie es jetzt ist. Oben konnten wir noch 1 Million Sachen machen. Irgendwer hat uns jetzt auch in Ruhe gelassen. Er hat uns gezeigt, dass wir Gliedmaßen einfach verlieren können. Das ist NP. Ist der hier noch? Hallo. Oh Gott. Die Oma ist weg. Steht ein Bier. Ich habe eher erwartet, dass es... Okay, wir sind wieder alleine hier. Interessant. Aber wo ist er? Hier nicht. Wo ist er? Der meinte, er hat noch später mit uns Spaß. Er ist einfach weg. Okay, das heißt, das wird hier noch ein bisschen puzzelmäßiger. Oh lol. Die Scheibe. Okay, wir können... Oh lol, wir können sogar voll rausgucken. Da ist ja was. Ein Wohnwagen? The fuck? Was ist das eigentlich für eine Tür? Das ist ja... voll crazy aus. Okay. Das heißt, hier können wir jetzt auch noch wieder Sachen machen. Interessant. Also wir können... Ich dachte jetzt schon, wir hätten das hier alles irgendwie übersprungen. Und müssten, müssten jetzt unten weitermachen, aber wir können wieder zurück. Ist gut zu wissen. Items finden ist immer wichtig, wa? Vielleicht finden wir unten Items, um oben weiterzukommen. Davon gehe ich mal fast aus. So. Oh, das ist wieder zugegangen, cool. Hier war jetzt auf Anhieb nichts so wirklich. Gut. Ja, okay, merken wir uns, man kann nichts falsch machen mit Gliedmassen verlieren, das ist gar nicht so schlimm. Geht eigentlich voll klar. Aus irgendeinem Grund hat man hier so einen speziellen Schutz. Oh Gott. Ich bin irgendwie unter dem Boden, wa? Hier wächst ein bisschen Gras. Hey, Bro! Was? Hey, Bro. Feel fresh. Alles klar. What the fuck? Antike Münze schon wieder. Hey, wo ist meine erste davon? Ich habe doch schon eine gefunden. Die zählt einfach nicht, oder wie? Ach, Mann. Was soll ich mit diesen ganzen antiken Münzen immer? Kann ich die werfen oder so? Ha. Kann ich mir nur angucken. Kriege ich dafür vielleicht einen Erfolg oder so eine Scheiße? Wenn ich 5 von denen gefunden habe oder so einen Kack. Gehen wir weiter. Wir suchen... Wir sollen aus... Habe ich gerade was gehört? Ich weiß nicht. Wir sollen aus dem Haus entkommen, suchen aber eigentlich mehr, ne? Okay, ich höre hier Leute. Hallo? Hier läuft ein Kabel lang. Ist das wichtig? Treffen wir jetzt die anderen Leute, vor denen wir fliehen müssen? Die anderen Familienmitglieder? Da ist schon wieder dieser Wackelkopf. Okay. Hier kann ich speichern. Sehr angenehm. Okay. So, speichern wir mal. Unser Objective. Aus dem Haus entkommen. Wollen wir nicht irgendwie noch Mia heilen oder sowas? Die Miefen furchtbar. Wow, Socken. Das ist ein Waschraum. Okay. Mir geht's nicht so geil. Was ist das? Besonderer Bonus. Es wurde ein Objekt hinzugefügt. Versorgungskiste und Verteidigungsmünze. Verteidigungsmünze? Waffenobjekte wurden hinzugefügt. Objekt verschmutzte Münze. Verschmutzte Münze ist die, die wir in der Demo freigeschaltet haben. Okay, das ist anscheinend eine... Oh, da sind alle unsere Items drin. Diese Münze sollen besondere Auswirkungen haben.
Diese hier macht den Körper strappeln. What the fuck? Warum kann ich... Eine alte Gedenkmünze, es klebt etwas dran, das wie Schimmelpilz aussieht. Was ist... Was haben die mit diesen Münzen? Sollen besondere Auswirkungen haben. Diese hier macht den Körper strapaz... Okay, die kann ich ins Inventar haben und dann geht's mir besser, oder wie? Eine alte Gedenkmünze. Habe ich zwei von. Eine Kiste von Zoe. Sie enthält etwas, was dir nützlich sein wird. Und den Führerschein kann ich ja drin lassen, wa? Okay, alle Items hat man in solchen Kisten, die einfach zufällig überall im Haus wahrscheinlich verteilt sind. Das ist bescheuert. Das ist sehr bescheuert beim Horrorspiel. So ein Inventar zu haben. Eine geöffnete Kiste. Kiste. Ugh. Kraut, eine Pflanze, bla bla bla, okay. Starkes Erste Hilfe. Fressen wir mal ein bisschen das Kraut. Okay, das ist glaube ich, ja, weil wir das vorbestellt haben, haben wir das bekommen. Oh, noch mehr Kraut. Flüssige Chemikalie. Eine Flüssigkeit, die erst mit einem anderen Objekt kombiniert werden muss, um nutzbar zu sein. Flüssige Chemikalie? Kombinieren. Mit Kraut. Ah! Damit kann ich mir erst Hilfe hineinballern. Und mit RT kann ich die schnell benutzen mit auf meinen Controller. Okay, verstehe, verstehe. Okay, gut. Nehmen wir ein Telefon. Karte des Haupthauses. Oh, wir sind gerade im Haupthaus. Oh, man kann auch einfach auf Kombinieren drücken. Gibt es ein extra Ding dazu? So, so war die Karte, ne? Waschraum, Küche, Esszimmer, da waren wir gerade. Ah, wir sind jetzt hinter dieser verschlossenen Tür sind wir jetzt. Esszimmer, Speisekammer, Garage, da wo wir noch nicht waren. Eingangshalle waren wir auch noch nicht, da brauchen wir Schlüssel. Da steht sogar da dran. Okay, das mit der Kiste ist ein bisschen seltsam, aber... Ansonsten ist es ja eigentlich, wie ich erwartet habe. Es ist sehr viel Action. Sehr, sehr viel Horror. Was mich wundert, das ist... Ich weiß nicht, irgendwas wundert mich nach dem Spiel. Was ist das? Okay. Dietrich. Kann ich so viele Items haben und dann kann ich nichts mehr mitnehmen, logischerweise. So könnte ich, ne? Ich habe Dietrich gefunden, cool. Damit kann ich hier bestimmt raus oder so. Entriegelt. Was habe ich hier nochmal gefunden? Die Box und hier konnte ich speichern. Diese Türen, dass die, wenn wir zugehen, das macht mich verrückt, ey. Hier ist aber bestimmt noch etwas, wenn ich nur meine Kamera, mein Licht hier irgendwie benutzen könnte. Das wäre sehr angenehm. Die Socken. Hört ihr das? Was ist das? Ach so. Wer ist das? Aus irgendeinem Grund sind davon hier überall viele verteilt. Bisschen nervig, aber gut. Warte, mit den Dietrich kann ich doch bestimmt auch was machen. Die habe ich ja noch, oder? Ja. Okay. Oh, okay. Dann telefonieren wir erst. Ah, das ist wieder Zoe. Bestimmt. Hallo. You did good, Ethan. Danke. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Okay. You gotta get out of that house. Ja. Your way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Wer hat mir den gegeben? Oh Gott, meine Hand, Alter. Ey, ich bin einfach Frankensteins Monster, wenn ich hier raus bin. Ich werde so viele Körperteile wahrscheinlich noch verlieren. Ich habe in den ersten 3 Folgen 2 Körperteile verloren. Und wieder dran bekommen. Das ist doch voll krank. Das kann doch nicht gesund sein. Das kann doch nicht gut. So eine geile Aussage. Okay. Wo könnte ich was aufbrechen? Gehen erstmal wieder hier hin. Hallo. Oh nö. Open up. What? Die Polizei? Hey, over here. What the fuck? Hey, you. Das ist die... Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Lol, das ist ein Poli... Sir, do you... Nein! I mean, is this your property? What? Das ist ein Poli... No, no. Das ist ein Fremder. Alright, now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. Oh mein Gott! You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. Warum lacht ihr doch? Exactly seem like you playing with a full deck yourself, all right?
Are you kidding me? Look, like I said, we've had Der glaubt, wir sind verrückt. Oh mein Gott, wie interessant. Okay. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like. Wir treffen uns in der Garage. Meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Ist der behindert? You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Da gibt er. A fucking pocket knife? Mehr kriegen sie nicht. Dankeschön. Okay, alles klar. What am I gonna do with a knife? Oh mein Gott! Ich verstehe, das ist voll mega interessant, das Spiel. Hier sind verrückte Leute. Und die leben aber noch in einer. Also, das hier ist. Das spielt halt so in der echten Welt, so. Also, logischerweise, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach ein Polizist, der hinkommen kann und einfach mit mir fucking reden kann. Das hätte ich niemals erwartet, irgendwie. Oh, guck mal, ich kann sogar stechen, so. Das heißt, ich kann wahrscheinlich gleich gegen den Typen kämpfen, oh. Es ist mega verrückt. Ja, denn ich dachte, dass das so ein Spiel ist, wo wir komplett isoliert von allem sind und so alleine in diesem gruseligen Haus sind, passieren verrückte Sachen, aber hier sind voll viele Personen. Hier sind überall viele Leute. Was soll ich mit dem Messer? Hier war mal eine Treppe nach oben, ne? Hm. Ist aber alles kaputt. Ist das ihr Haus? Es ist verrückt. Wo ist der Typ? Ich kann jetzt fighten. Come at me. Das ist der Deputy, kommt da einfach. Wollen Sie ein Held sein? Geben Sie mir Ihre Waffe. Das ist so, natürlich gibt er einen Verrückten nicht die Waffe. Das wäre selber ganz schön verrückt. Das? Es gibt kein Schlüsselloch. Oh, okay. Rätsel? Oh. Kann ich mein Taschenmesser vermessen? Okay. Es ist anscheinend, ja, man kann viel ausprobieren, wa? Oh, ich weiß, was ich mit dem Messer mache. In der Garage gab es doch so ein scheiß Paket, was ich aufmachen konnte. Das stand doch, das ist zerbrechlich anscheinend. Das können wir aufmachen. Das ist eine gute Idee. Und in der Garage sollen wir sowieso, weil wir uns mit dem Deputy da treffen wollen. Oh, wow, Muni. Hätte er mir seine Pistole gegeben, das wäre voll gut gewesen. Okay. Das kann ich doch aufmachen jetzt. Ja! Nice. Zack. Mist. Ich find's immer noch abgefuckt, dass wir diese Uhr haben und alles, dass es diese Box gibt und so. Das ist einfach. Guck mal, ich habe ein Messer in der Hand, das ist jetzt sehr vorsichtig, sollte er sein. What about you? No, it's my job. Yeah. Do your job and tell me. Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Oh God, das geht zu. Hey, put that door back. Nein. What? Was? Diese Schaufel kann doch niemals so scharf sein. Nein, hör auf damit. Hör auf damit. Ohne Waffe. Oh Gott. Der hat einen Bullen getötet. Das ist nicht so schlau. Ich kann wieder schießen. Oh Gott, oh Gott. Hey, da steht meine Karre. Das ist meine Karre. Ach, das ist eine Axt, die er hat. Oder? Ach so. Der hat eine riesige Axt. Ach so. Das macht natürlich mehr Sinn. Wie, der kommt wieder zurück. Okay, das ist nett, dass du mir das sagst. Alter, warum sind Motorräder aufgehangen? Das sieht ja seltsam aus. Okay, es hält ihn auf jeden Fall auf. Und gibt uns Zeit, irgendwas zu machen. Oh, nicht meine Karre kaputt machen. Kann ich das hier fallen lassen? Oh oh. Es ist verrückt, wie die Leute hier funktionieren. Autoschlüssel. Ich fall einfach weg. Geblockt, Junge. Ja, see you later. Kannst du aufmachen und da reingehen? Okay, see you later. Oh Gott. Ja, ich verstehe schon, ich kann nicht einfach reingehen.
Hey, nicht kaputt machen. What the fuck? What? What? Okay, mit das... Genau, so funktioniert... Er fährt jetzt rum. Was ist zum Teufel? Oh Gott. Ich versuche die ganze Zeit zu springen, aber das geht ja gar nicht. Oh Gott. Nein! Ich hab keine Muni mehr. Wo soll ich hin? Huh. Was ist hier? War da was drin? Okay, hier kann er mich anscheinend erstmal nicht treffen. Es ist mega verrückt, das Spiel. Oh Gott. Ich verstehe. Haben wir noch irgendwas anderes drin? Okay, ich kann Objekte abonnieren. Ich verschwende meinen ganzen Scheiß hier. Ist irgendwie nicht so geil. Ich habe keine Munition mehr für meine Waffe. Oh Gott, das ist mega verrückt. Kann ich hier wieder raus einfach? Oh Gott, Leute, hier war doch der Eingang, oder nicht? Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, habe ich noch was? Ich habe nichts mehr. Ich glaube, ich werde sterben. Könnte ganz gut sein. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, wa? Das ist halt das Lame. Ich habe nichts mehr Muni. Ist er fertig? Leute, er ist fertig. What the fuck? Hier passiert einfach durchgehend irgendeine Scheiße. Er lebt immer noch. Ach nö. Ah, ich bin fast tot. Oder, warte. Na. Okay, ich verbrenne. Alter. Jeder ist hier unsterblich. Okay, kann ich das schnell kombinieren? Ich will mich heilen. Er ist verbrannt, aber er wird niemals tot sein. Ich kenne doch diese Scheiße hier. Er hat mein Auto kaputt vorgemacht, vor allen Dingen. Wie er das Dach abgezogen hat, ne? Warte, kombinieren einfach. Okay, jetzt nehmen wir die Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Ey. Ich verstehe nicht, warum das plötzlich geklappt hat. Er hat plötzlich einfach aufgehört, mich umzufahren. Aber es hat all meine Heilsachen gekostet. Oh Gott. Mein Auto. Und er hat den Polizisten einfach geheadshottet. Oh, hier ist noch mehr Muni gewesen. Okay, cool. Habe ich immerhin die nicht verschwendet. Man verschwendet die ganz schön schnell, weil die Gegner einfach unsterblich sind. Ist ein bisschen doof. Gut, was machen wir jetzt? Autofahren ist nicht mehr drin. Mir geht's immer noch scheiße, ne? Ich habe aber nichts mehr. Ich habe mein ganzes Packet am Anfang verschwendet. Oh, hier kann man hoch. Warum geht doch da hoch? Ist das keine Leiter? Okay. Warum kann ich da nicht hoch? Das ist bescheuert. Was soll ich machen? Die Leiter ist doch offensichtlich neu, oder nicht? Das ist doch offensichtlich, dass ich da hochgehen soll. LOL. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja. Er hat sich... Warum macht er das? Oh, der Typ ist total durchgeknallt. Aber irgendwie sympathisch. Er knallt sich einfach selber ab, nur um zu zeigen, dass in diesem Haus alles keinen Sinn ergibt. Die meisten Leute hier drin sind einfach unsterblich. Was soll das denn jetzt sein? Ein Bild vom Bullen. Okay. Kriege ich damit die Tür auf, die kein Schloss hat? Ochsenstatue, okay. Und was ist hier? Ah, okay, ich kann das Ding jetzt zur Seite machen. Alter Schwede, was hier passiert für eine Kacke? Kann ich hier oben noch lang? Ach ne, schade. Das sah so aus, als wenn ich da lang balancieren könnte.
Okay, wir haben mal unsere Waffe im Anschlag. Zack. Und jetzt sind wir raus aus der Garage. Okay, der Typ kann da... Ich wach die nicht nochmal auf, ich bin doch nicht verrückt. Der Typ kann da meinetwegen drin verrotten. Oh Gott. Aber wahrscheinlich wird er nicht darin verrotten. Das war nicht erfolgreich. Hat der... Ach warte, stimmt, ich habe wahrscheinlich die Waffe vom Debbie-Typ bekommen, ne? Die habe ich wahrscheinlich einfach genommen. Das war die Waffe, die da rumlag. Ah, ich verstehe. Was haben wir nochmal bekommen? Wir haben Autoschlüssel. Okay, die sind ja mittlerweile egal. Ah, und diese Bullenstatue. Das heißt, wir können den Raum da hinten. Gehe ich mal von aus. Gehen wir mal einfach mal hin. Ich denke, das ist jetzt die Idee, oder? Genau, die fehlt da nämlich. Aber ich würde sagen, da gehen wir erst in der nächsten Folge rein. Okay, Resident Evil 7 ist anscheinend mega verrückt. Verrückter Horror. Und man tötet durchgehend Leute und seine Freundin und kriegt Gliedmaßen. Es ist verrückt. Ihr habt es ja gesehen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.